Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns an, so wird FIFA in 10 Jahren aussehen, inklusive Messi, Haaland und Kylian Mbappé. Wieso sieht Mbappé aus wie Zidane? Das macht gar keinen Sinn. Aber ja, okay, ich weiß Bescheid. Lasst gerne ein Like da, Freunde. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Lasst mal versuchen, innerhalb der ersten 3 Stunden 1000 Likes rauszukloppen. Ich bin gespannt, was wir schaffen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, wir gehen rein. Und wir gucken uns den Laden auch ganz in Ruhe an. Als allererstes haben wir Gavi hier. Den sieht man bei EA Sports 32. Warte, ich muss mal kurz runtergehen. Hier sieht man das. Denn FIFA wird demnächst nicht mehr FIFA heißen, sondern EA Sports FC. Und dann werden die Titel so aussehen. Nicht mehr FIFA 22, Doppelpunkt Haaland Squad Builder Battle, sondern EA Sports FC 24, Haaland Inform Squad Builder Battle. Schmeckt! Richtig Baba-Titel, oder nicht? Ja, okay. Ich fühle es jetzt nicht so, aber wenn ihr es fühlt, dann reicht's ja. So, weiter geht's. Gavi mit einer 90. Warte, ich lasse die Kamera mal unten rechts. Da sehen wir dann die Overall-Ratings und so immer besser. Das ist cooler. Oh! Bellingham struggelt ja mittlerweile, also momentan so ein bisschen, ne? Der war ja so ein Star, wo man sich dachte, der wird in einem Jahr schon da sein. Ein bisschen gestruggelt jetzt, aber in 10 Jahren sehen die Bellingham bei Liverpool mit einer 91er. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse es auf mich zukommen. Boah, Vinicius safe. Also wenn Vinicius so weitermacht, Karim Benzema und Vinicius, die rasieren ja bei Real Madrid gerade in Kombi. Alles weg, ist ja komplett gestört. Und ja, ich würde es auf jeden Fall auch so sehen, dass Vinicius, wenn er so weitermacht, in 10 Jahren auf eine 91 ist, Minimum. Weil der ist auch noch jung. Dann ist er da auch in, ich weiß nicht, der ist vielleicht sogar jetzt schon in seiner Prime. Vielleicht bleibt er auch die ganze Zeit in seiner Prime, mal sehen. Rice. Eine neue Frisur, bisschen mehr Bart und bisschen mehr Rating. Ah. Kamavinga, 90 rated. Holy, auch eine sehr geile Karte. Ich fühle das auch, wenn die so Dreadlocks haben oder so. Das ist beispielsweise bei Dele Alli der Fall. Der hat ja früher kurze Haare, da war er krass im Fußball. Jetzt hat er lange Haare, sieht krass irgendwie aus. Das sieht so heftig aus, wenn er da irgendwie so rumläuft, aber ist nicht mehr so krass im Fußball. Die Frage ist jetzt, was will man mehr? Lange Haare haben, krass aussehen oder krass im Fußball sein? Davis. Ja, der muss halt wieder fit werden komplett, ne? Der darf sich nicht mehr verletzen und so. Der war zu verletzungsanfällig in letzter Zeit. Aber sonst sehe ich Davis auch sehr stark. Chiesa. Ja, bei Italien spielt er irgendwie wie ein Macher und bei Juve irgendwie nicht so wie ein Macher, ne? Er spielt da okay. Boah. Okay, krass. Okay, krass. Also in 10 Jahren, wenn er 33 ist, sehen die ihn bei einer 94. Ich bin auch gespannt, wo Mbappé noch hingehen wird. Weil wenn er auf einer 94 ist, ist er ja auf demselben Rating, wo Messi und Ronaldo waren. Ne? War Messi und Ronaldo Gold in den letzten Jahren schon mal über 94? Ich glaube nicht. Ne? Immer nur so 93, 94, 92. Und jetzt halt Ronaldo 91. Weiß ich nicht. Bin gespannt. Schau mal, Mbappé schafft 95. So, dann wäre er laut EA, laut FIFA, besser als Ronaldo und Messi. So, zu ihrer Bestzeit. Wäre schon geil, wenn Suarez irgendwann eine Icon bekommt, die auch so ein bisschen spielbar ist. So mit 89 Tempo, 96 Schießen, 92 Dribbling, da wäre der auf jeden Fall spielbar. Könnte man den in dem ein oder anderen SBB nutzen. Das wäre geil. Nunes. Auch bei Liverpool. Liverpool hat ja gegen Tottenham, glaube ich, gechoked, ne? 1-1 oder so gespielt im Aufstiegskampf. Guck mal, wie er links aussieht und guck mal, wie er rechts aussieht. Was haben die mit dem gemacht, der Arme? Einfach ein Dings bekommen, bisschen Finger genommen, aufgepustet sein Schädel. Aber bei Chelsea, aha. Franzosen mag Chelsea, ja. Siehe N'Golo. Boah, Tchouaméni
mit einer 89 bei Real Madrid. Ich glaube auch ehrlich, ihr hört es jetzt als erstes, Real und Barca kommen gerade wieder gut zurück. Das El Clasico wird demnächst, nee, wird nicht mal mehr lange dauern, wieder richtig, richtig spannend. Klar wird es wahrscheinlich so gut wie nie wieder so werden wie bei Messi und Ronaldo, aber wir werden wieder drankommen. Also Real und Barca machen gerade richtig geile Transfers und die machen sich auch gerade wieder. Real jetzt wieder im Champions-League-Finale, Barca auch mit Ferran Torres und wie sie alle heißen, richtig geile Youngstars geholt oder hochgeholt oder ja. Ja, also wenn wir keine Karim-Icon bekommen, dann weiß ich auch nicht. Oh, und wenn wir keine Karim Adeyemi-Icon bekommen, weiß ich auch nicht. Ist jetzt ja gerade zu Dortmund gewechselt. Ne? Die sehen ihn in 10 Jahren bei Barca. Bleib mal lieber bei in der Bundesliga. Dortmund, sowas ist cool. Okay, er wird wahrscheinlich irgendwann den Weg zu Barca Real oder so finden, wenn er weiter so macht wie jetzt. Florian Wirtz. Oha! Bei Bayern mit einer 90. Tschüss. Der Mann hat Talent. So ist es ja nicht. Ja doch, aber ich würde ihn auch... Wieso nicht? Wieso nicht? Warum nicht positiv denken und ihn bei einer 90 sehen? Florian Wirtz hätte es drauf. Er hätte das Potenzial dafür. Der hätte das Potenzial dafür. Ha, Ibra. Besser wäre es gewesen, hätten die so in 10 Jahren immer noch so eine Goldkarte von ihm hier reingetan. Der wird wahrscheinlich mit 50 immer noch zocken und Fallrückzieher-Tore und so machen. Auf schwierig angelehnt. Digga, Schäfer, Ansu Fati mit so einer Hullet-Frisur. Crazy. Na, bei Bayern. Aha. Da sind wir zur HSV. HSV mochte doch früher die Holländer. Van der Vaart, Nigel oder wie sie alle hießen. Vlahovic mit einer 90 bei Chelsea, bei City, krass. Digga, Foden hat auch so Talent, ne? Ich sehe Foden besser als eine 84. Ja, solange er nicht wieder so eine Patzer macht, wie jetzt bei Italien einmal und bei PSG in der Champions League, alles super. Sonst ist er ja super Torhüter. Einer der besten der Welt. Grafenberg zu Bayern, ne? Ja, 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 das wissen wir ja mittlerweile. Pau Torres. Okay, krass. Ja, hoffentlich haben sie ihn dann demnächst schon geholt für Maguire. Und Maguire bringen die in die dritte Liga oder so. Der Fraggle. Der nervt mich so krass, dieser Maguire. Boah, Salah Aiken wird böse. Salah Aiken wird sehr böse. Ronaldo Junior ist in 10 Jahren schon 21. Und man könnte ihn dann tatsächlich, wenn er weiter so trainiert, bei einer 90er-Bewertung bei Manchester United oder so sehen. Je nachdem, wo Ronaldo dann Trainer ist oder was Ronaldo dann macht. Ich denke, Ronaldo wird irgendwo Trainer werden. Er hat safe Bock drauf und da wird dann wahrscheinlich auch sein Sohn zocken. Wenn er bei Manu Trainer wird, dann bei Manu. Wenn er bei Real Trainer wird, dann bei Real. Wenn er irgendwo in der portugiesischen Liga bei Benfica oder so ist, dann wird sein Sohn wahrscheinlich auch bei Benfica erstmal zocken. Aber ich glaube, das könnte reinschallern. Der hat zwar viel Druck, aber es könnte reinschallern. Der trainiert ja sehr hart. Und der hat ja Talent und der hat das ja von seinem Vater so in die Wege geleitet bekommen. Ich bin gespannt, ob er dann auch so jubelt. Oder ob er einen eigenen hat. Rainer. Voll viele Transfers sehen wir bei Real, City, Liverpool oder Barca, ne? So, die sehen voll viele Spieler so in 10 Jahren bei den 4 Vereinen. Haaland wechselt jetzt safe zu Man City, ne? Ist durch. Was? Findet ihr, Haaland passt zu Man City? Krass finde ich das. Ich finde das sehr krass, dass er jetzt zu City wirklich gewechselt ist und Adeyemi für Haaland als Ersatz gekommen ist. Ich bin gespannt, wie die beiden sich machen werden. Adeyemi bei BVB, ich denke, der wird sich gut machen. Weiß nicht, ob er die Position komplett von Haaland einnehmen kann, weil Haaland war schon böse bei BVB, ich würde es ihm gönnen. Aber ja, Haaland bei City bin ich auch krass gespannt. Sehe ich noch nicht so, aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Wäre schon Skandal, wenn Lever keine Icon bekommt, aber ich könnte es mir vorstellen bei den Sachen, die mit dem schon passiert sind. Ohne Ballon d'Or, dies, das, Ananas. Was soll die Brille?
Der ist 29, lass den Arm in Ruhe. Dass er aber mit einer Brille spielen muss. Das werden wir safe sehen. Prime Moments Messi, 99. James auch Potenzial. Bitte schneller, bitte ein bisschen mehr Pace, EA. Bitte ein bisschen mehr Pace. Oh, mit 33 immer noch so ein hohes Rating ist stark. Als Außenverteidiger. Und so viel Pace. Boah, Kai Havertz zurück zu Bayern oder zu Bayern. Mit einer 89er Bewertung. Digga. Das werden wir genauso sehen wie Messi. Eine 99er Karte von Ronaldo Prime Moments. Da wird es Pelé 99, Ronaldo 99, Messi 99 geben. Pedri, Junge. Bro, wenn er so weitermacht wie jetzt, dann hat er sogar ein ähnliches Rating in 10 Jahren wie Mbappé hier in dem Video. Hat und zwar eine 94. Was der ab und zu raushaut für Fake-Schüsse und dann macht er danach das Tor für Schüsse aus dem Ey, der ist krass. Der ist sehr krass. Das als Mittelfeldspieler, sehr verrückt. Nkunku für mich auch 90 plus in 10 Jahren. Oder allgemein Nkunku für mich einer der besten Spieler auf seiner Position auch momentan. Was der da abliefert, ganze Zeit bei RB, ist verrückt. Der ist ein Cheat. Man ist da ja noch so nah dran, weil man Bundesliga-Konferenz und so selbst immer guckt. Und Digga, der schießt ja jedes Mal, hört man ein Tor in bla 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 und dann ein Kunku. Jedes Mal. Nicht nur eins, auch immer zwei, drei so. Krank. Ruben Dias ist stark, ja. Neymar ist dann auch schon 40. Der kommt mir irgendwie noch so jung vor, obwohl er halt nur ein paar Jahre nach Messi und Ronaldo gekommen ist, ne? Der tut mir voll leid, der ist voll in so einem undankbaren Jahr dazu gekommen. So keine Chance auf Ballon d'Or wegen Messi und Ronaldo. Und danach, wenn die weg sind, ist er zu alt, dann sind Mbappé und Haaland und so schon da. Sehr undankbar für Neymar, aber ist egal, er ist trotzdem ein Weltspieler. Weiß nicht, ob ihn das juckt, bestimmt ein bisschen schon. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Peace.